Guten Tag. Wo und wie ist der Wolf zum Hund geworden? Dies soll unser Thema im dritten Teil meiner Serie zur Hundegenetik sein. Folgen wir also Anubis. Als Shiba Inu, Vertreter der sehr ursprünglichen Gruppe der asiatischen Spitze, in die Weiten Zentral- und Südostasiens. Hier ist ein geografisches Zentrum der Domestizierung des Wolfes, wie wir gleich eingehender beleuchten werden. Aber treten wir einen Schritt zurück und fragen vorab, warum interessiert uns die Domestizierung des Wolfes zum Hund so sehr? Auch wenn wir keine Biologen oder Kynologen sind, uns also nicht wissenschaftlich mit dem Hund befassen. Weil es unsere gemeinsame Geschichte ist, die der Kaniden, der Hundeartigen mit den Menschen, die vor 15 bis 30.000 Jahren begann, in einer Zeit, als wir noch Jäger und Sammler waren. Eine Zeit, in der sich der Wolf uns anschloss, ein wildes, seinen Jagdtrieben gehorchendes Tier und schrittweise über lange Zeiten zu unserem treuen Begleiter wurde. Die Menschen dieser alten Zeit haben ihre Beobachtungen, Gefühle und Gedanken in diesem Zusammenleben in wundervollen Bildern festgehalten, wie auf dieser Felsmalerei in einer Höhle in der Dordogne in Südfrankreich. Wir erklären uns die Domestizierung heute so, dass zuerst Gruppen von Wölfen sich den menschlichen Behausungen genähert oder den Jägern und Sammlern auf ihren Wanderungen gefolgt sind. Beide Seiten hätten demnach davon profitiert. Durch einfach zugängliches oder zusätzliches Futter auf der Seite des Wolfes und durch Schutz auf der Seite des Menschen. Und wie wir aus den frühen Bildern der Höhlen in Europa schließen, ist unser Erdteil hier als westlicher Zipfel des riesigen asiatischen Kontinents ein weiteres Zentrum der Domestizierung des Wolfes. Aber woher wissen wir eigentlich, wo und wie diese Dinge abgelaufen sind? Es kommen zwei wichtige Methoden zum Einsatz, die Paläontologie und die Genomforschung des Hundes. Ich möchte euch beide Methoden vorstellen, damit ihr die im Video gemachten Schlüsse auch nachvollziehen könnt. So ist dieser Hundeschädel aus einem Fund in Sibirien ca. 33.000 Jahre alt und damit aus der Frühzeit der Domestizierung des Wolfes zum Hund. Das Loch im Schädel stammt übrigens von der Probenentnahme zur Altersbestimmung. Besonders wertvoll sind Knochenfunde aus der unmittelbaren Umgebung menschlicher Siedlungen, wie bei diesem Fund aus Sibirien, als Evidenz für ein wirkliches räumliches Zusammenleben der Arten. Auf dieser Darstellung habe ich die Eckpunkte der paläontologischen Methode für euch zusammengefasst. Schädel erlauben die anatomische Einordnung Wolf versus Hund. Extrem bedeutsam sind Funde, die sequenzierbares genetisches Material, also DNA, enthalten. Sie bilden eine Brücke in die Vergangenheit und zeigen uns, wie die Hunde und Wölfe von damals tatsächlich genetisch beschaffen waren. Abschließend sei auf ein Manko jeder Archäologie oder Paläontologie hingewiesen. Man kann nur das anschauen, was man findet. Und da ist die Evidenz für die damaligen Menschen und ihre Hunde in den riesigen Lebensräumen der Erde manchmal nicht vollständig und mehr Funde werden benötigt. Aber es gibt viel anzuschauen, wie in dieser schönen Arbeit aus dem Jahr 2016 prägnant dargestellt. Alter und Fundort der Grabungsfunde sind hier auf einer Landkarte aufgetragen. Das Alter der Funde ist farblich markiert. Rot bedeutet älter als 11.000 Jahre. Gelb-grün ca. 9.000 bis 11.000 Jahre. Die jüngsten Funde sind blau markiert und 8.000 bis 9.000 Jahre alt. Viele Punkte sind rot, die Funde also sehr alt. Unsere gemeinsame Mensch-Hund-Geschichte begann damit zu einer Zeit, als wir Menschen noch als Jäger und Sammler über das Land zogen. Und damit lange vor dem Aufkommen von permanentem Ackerbau mit Viehzucht,
vor 7.000 bis 10.000 Jahren im östlichen Mittelmeerraum. Und wo? Die paläontologischen Funde deuten darauf hin, dass die Entstehung unseres Begleiters Hund tatsächlich zweimal unabhängig voneinander geschah. In Ostasien und im westlichen Eurasien samt östlichem Mittelmeerraum, wie im Bild mit den roten Ellipsen markiert. Dazwischen, in den Weiten der asiatischen Tundren und Steppen, gibt es viele Funde jüngeren Datums, die auf Wanderbewegungen der Menschen und ihrer Hunde hinweisen. Mehr zu den Wanderungen jetzt im Genetikteil. Wenden wir uns nun dem zweiten Schlüssel zur Aufklärung der Domestizierung des Wolfes zum Hund zu. Der Genomforschung mit ihren enorm durchsetzstarken und präzisen Methoden. Einige Methoden der Genomforschung, insbesondere die der DNA-Sequenzierung, kennt ihr ja schon aus den ersten beiden Teilen dieser YouTube-Serie. Auch in dieser Arbeit wird die relative Ähnlichkeit der Sequenzen zweier oder mehrerer Caniden genutzt, um einen Stammbaum zu konstruieren. Näher zusammenstehende Hundetypen sind näher verwandt, haben also einen gemeinsamen Vorfahren in jüngerer Zeit. Müssen wir weiter über die Verästelungen von einem Punkt zum anderen gehen, sind die betrachteten Tiere nur weitläufig miteinander verwandt. Hier sind die Genomdaten von Hunden und Wölfen aus den möglichen Ursprungsgebieten der Domestizierung zusammengefasst. Besonders möchte ich auf den paläontologischen Fund aus Newgrange in Irland hinweisen, oben im Bild. Newgrange ist ein sehr gut erhaltener archäologischer Komplex. Diese Probe sagt uns, wie die frühen Hunde vor 4.800 Jahren tatsächlich genetisch aussahen und erlaubt eine verwandtschaftliche Einordnung in Beziehung zu den heute lebenden Hundetypen. Interessant ist auch die Einbeziehung vieler sogenannter Village Dogs von Dorfhunden in die Studie. Hierdurch bilden wir die gesamte Radiation der Caniden ab, also die Aufspaltung und langfristige Weiterentwicklung in viele Hundetypen nach der genetischen Abstammung der Hunde von den Wölfen. Wie hier farblich dargestellt, gibt es zwei solche Radiationen. Die rote Gruppe der ostasiatischen Caniden ist sehr deutlich von der gelben Gruppe Europas mit dem östlichen Mittelmeerraum getrennt. Die beiden Gruppen sind daher unabhängig aus ihren Vorfahren, den damals lebenden Wölfen in Ostasien in einem Fall und in Europa im anderen Fall entstanden. Daher weisen auch die genetischen, wie schon die paläontologischen Daten auf zwei unabhängige Domestizierungen vom Wolf zum Hund hin, und zwar im fernen Ostasien und im Westen Eurasiens. Aber alle sind in den Jahrtausenden über die Erde gewandert. Wölfe und Menschen und mit ihnen ihre Hunde, die ursprünglich im Osten und Westen des eurasischen Kontinents getrennt entstandenen Hunde haben sich vermischt, wie die DNA-Analyse zeigt. Dies ist auf dieser geografischen Karte schön zu sehen, auf der die Genetik der untersuchten Caniden farblich markiert ist. Rot ist wieder ostasiatischer, gelb europäischer Typ. Orange Schattierungen zeigen eine Mischung der Genome an. Ihr werdet sofort einige Beispiele für Mischung erkennen. So enthält der Eurasier, eine Zuchterfindung der 60er Jahre, beide Genomtypen. Kein Wunder, denn es wurden asiatische Schlittenhunde mit europäischen Rassen gekreuzt, um einen zum Familienleben taugenden Schlittenhund zu schaffen. Aber bereits viel früher, vor mehr als 2000 Jahren, haben asiatische Einwanderer ihre Schlittenhunde nach Grönland gebracht, auf der Karte als Greenland Sledge Dogs eingezeichnet. Und noch viele weitere orangene Punkte werdet ihr auf dieser Karte erkennen. Alles Zeichen für Wanderungen von Menschen und Hunden über die Kontinente. Es gibt noch so viele offene Fragen. Wann genau fanden die Wanderungen statt? Und lässt sich dies mit Ereignissen wie Kältezeiten oder Eroberungen korrelieren? In welcher Weise haben sich ostasiatisches und europäisches Genom der Caniden vermischt? Hat sich einer der beiden Typen genetisch durchgesetzt? Wir leben in einer so spannenden Zeit und ich genieße das als Genetiker und Hundefreund gleichermaßen. Kaiser und ich werden jedenfalls die Hand am Puls der Forschung behalten und euch informieren, wenn etwas Wichtiges passiert. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.